mit Lagerdingern. Regale würden aber wahrscheinlich auch nicht reinpassen. Die Frage ist, ob man dann hier vielleicht nochmal ein bisschen nach hinten geht. Die Frage ist, wie weit können wir überhaupt nach hinten gehen, ne? Das ist ja so die Frage. Weil dann würde ich das vielleicht so machen. Weil wir haben ja da hinten den, siehst du ja auf der Karte. Dass man vielleicht hier reingehen kann. Ne, und links und rechts sind die Truhen. Oder wie auch immer. Okay. Okay, sehr viel Zinn. Auf jeden Fall sehr viel Zinn. Okay, ich sehe nichts mehr. Warte, ich muss mal kurz hier. So, zack. Ne, so langsam reicht's hier aber. Ich weiß halt nicht, weil ich möchte das. Na. Ne, wenn wir links und rechts hier ein paar Truhen machen oder wie auch immer, dass man hier dann la 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 la. Und hier hast du dann das Trophäending. Theoretisch könnte ich die dann auch rübersetzen. Na, dass wir hier wirklich nur Rüstung haben. Hier haben wir dann den Trophäenraum. Und hier links und rechts haben wir dann die Kisten. So richtig oldschool, weißt du? Ich mach mal jetzt mal den. So. Ja, da kriegen wir schon einiges unter. Kann natürlich auch sein, dass der Gang über uns ist oder unter uns. So langsam kommen wir dem näher. So. So, warte mal. Ja, es könnte sein. Ja. Der müsste über uns oder unter uns sein. Okay, so weit. Ja, wir sind schon einigermaßen drin, ne? Pass auf. Ich mach mal hier nochmal ein paar Fackeln hin. Warte mal. Ich mach mal kurz jetzt. Jetzt reicht's hier. Das kann ich auch ruhig da reinpacken, ne? Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Rucksack-Slot? Ja, Rucksack-Slot. Okay. Wenn wir sagen, okay, pass auf, hier, ne, wie gesagt, Trophäen, la 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 la. Und da haben wir dann links und rechts die Kisten. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ne? Aber eigentlich, ja, ich dachte vielleicht auch, dass man dann hier ne, in die Wand die Kisten reinmacht, aber das sieht auch ein bisschen, glaube ich, bescheuert aus. Ja. Zumal wir natürlich auch sehr viel Stuff von Twilight Forest haben. Und weißt du, was für Kisten wir machen? Wir machen diese Diamantenkisten. Ne, damit wir mehrere Sachen da. Vielleicht brauchen wir dann gar nicht so weit reingehen. Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß halt nicht, ob man die auch zu einer Zweier machen kann. Wahrscheinlich nicht. Das sind immer Einzeldinger. Ja. Ja, schauen wir mal. Ne? Ich baue das erstmal hier aus. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel machen hier. Scheiße. Aber vielleicht könnte man hier auch noch ein bisschen. Pass auf. Ich mache das noch so ein bisschen mit Moos und so, Moosbruchstein und so weiter, hast du nicht gesehen. Und so weiter und hast du nicht gesehen. Dass das so ein bisschen, ja, ein bisschen verfallen aussieht. Also was heißt verfallen, aber es ist schon ein bisschen in die Nahre gekommen, in die Jahre gekommen. Bin ich hier richtig? Ja. So, warte mal, ich hatte doch irgendwo, genau da. Wow, ja, das war ganz schön viel geklaut. Nein. So, das sollte reichen. Also was heißt geklaut? Ich habe ja gesagt, sie kann. Ja. Grüße gehen raus, hallo. Ich bin damit. Das Problem ist, das sieht cool aus, weil das hier halt so ein Dreier ist und das ist nur so ein Einer-Ding. Das sieht halt immer so. Nye. Nye. Was man natürlich machen könnte, wäre eine Stufe rein. Ich muss das jetzt mal kurz nachschauen, weil das geht mir echt auf den Sack. Habe ich hier keine Werkbank oder was? Warte mal, jetzt reicht es mir aber hier. Wir haben zwar die Werkbank on the stick, aber ganz ehrlich. So, zack.
Ah, nee, warte mal. Ah, nee, das war dumm. Ich muss mal kurz überlegen. War das der Architekt-Cutter? Ich glaube schon, ne? Ich brauche ja nur zwei davon. Ich habe hier... Ich müsste mir mal auch hier mal einen hinbauen. Huch, Hilfe. Ah, es regnet draußen. Sehr schön. So, Architekt-Cutter. Hier. Eins, zwei. Ja, oder wenn man so einen Eichenstamm-Slab da dran macht, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie... Ne? Ich probiere es erstmal so. So. Wie sieht's denn eigentlich... Achso. Heimat. Heimat. Ist das eigentlich... Oh ne, ich dachte gerade... Kartentisch. Okay. Okay, lass uns mal schauen. Ich glaube schon, dass das besser aussehen würde. So, ne? Ja. Oder? Wie gesagt, oder die Slaps halt, ne, dass man das hier wegmacht. Ne, ich hätte nochmal zweimal Slaps machen sollen. Zumal ich brauche für die andere Seite ja auch. Ich bin so schlau. Ich weiß nicht, ich lasse das erstmal nochmal ein bisschen auf mich wirken. Weil so überzeugt bin ich jetzt auch noch nicht davon. Vielleicht tatsächlich die Slaps rein. Ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da müssten wir halt mal schauen, wie wir das am besten machen, aber gut. So, zack. So. Weil das Problem ist, wie gesagt, dieser eine Ding... Pass auf, ich mach erstmal so und dann schauen wir mal, ne? Dieses eine Ding, das ist halt immer so, ja, wie machst du das jetzt? Das haben wir ja auch schon bei der einen oder anderen Tür gemerkt, dass das immer so ein bisschen, ja... Ne, wenn du Holzer baust, dann hast du immer so einen Eingang. Und wenn du damit Balken baust, das sieht dann immer so aus wie... Ja, ja, diese eine kleine Stamm da, weißt du? Sieht nicht geil aus. Nein, nein. So, wie weit geht denn das hier rein? So. Gut, zack, zack. Dann machen wir hier schon mal. Und dann machen wir jetzt einfach mal random, ne? Ich randomize das hier mal ein bisschen. Das kann ja ruhig da auch ein bisschen durchgehen, so, zack. Ja, bei einem Dreierweg, da willst du da randomizen, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Was will man da großartig randomizen? Aber das funktioniert schon so. Das soll ja nur ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen soll das ja aussehen. So, zack, 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 zack. Weil an den Wänden und an der Decke möchte ich das auch haben. Und das ist natürlich besser, wenn man das ein bisschen randomisiert, damit das nicht aussieht, als wäre es überall gleich. Ne? So, pass auf, ich mach's mir jetzt mal einfach. Ewig einfach. Das mache ich jetzt einmal hier rundherum. Zack, zack. So. Dann gehen wir wieder nach hinten. Ja, mit den Fackeln. Pass auf. Die packe ich dann jetzt mal auf den Boden. Damit wir gleich noch ein bisschen Licht haben. So, zack. Gut. Was ist denn da passiert? Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich wieder aus Versehen, ne? Ja, ja, wir kennen ja dieses aus Versehen. So, ich mache hier mal zu. Das müsste der Tunnel sein, ne? Ist das der Tunnel? Ja, das ist der Tunnel. So, zack. Und zack. Zack. Ja, der nimmt die Rohstoffe nicht mit, aber macht nichts. Da können wir dann nochmal so hinterhergehen. So. Ich weiß halt nicht, ob das zu viel ist, weißt du? Ich weiß es halt nicht. Aber normalerweise, wenn wir dann so... Ja, müssen wir mal schauen. Wenn wir wirklich die Diamantboxen machen, also die Diamanttruhen, wo wir halt natürlich einen größeren Platz haben, zur Not können wir das einfach zubauen. Ne? Zur Not können wir das einfach zubauen. Dann interessiert es eh keinen mehr. So.
Mach ich direkt mal schon mal ein bisschen random hier. So, zack, 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 zack. Machen wir mal so random, ne? Gut, die nehme ich mit. Dann brauche ich jetzt gleich nicht nochmal. Was? When's the crying? Dann brauche ich jetzt nicht gleich nochmal die Dinger hier raus popeln. Ne? Dann geht das doch einfacher. Ja, kann sein, dass ich vielleicht gleich nochmal ein paar Dinger holen muss. Wo haben wir es denn? Ich glaube, der hat hier auch bis jetzt hier gerade einsortiert, ne? Ja, das kann raus. Und ja, guck mal hier. Zack. So. Ich muss ja sowieso... Ah, ja. Ja, gleich muss ich sowieso welche rausnehmen. Oder wieder welche rauskloppen für die Kisten. Ne, dann will ich das so machen, dass wir hier auf der Ebene Kiste haben und dann machen wir da so einen Slab runter, damit man die Kiste auch aufmachen kann. Ne? Aber wie gesagt, wir machen das erstmal hier so pro forma und dann können wir gleich nochmal rausreißen, aber dann haben wir das wenigstens schon mal. Bisschen randomized. So, zack, zack, zack. So nicht, aber so. Und so, und so, und so. Okay. Okay, dann wieder. Lal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 
den, ne? Du weißt schon. Okay.